Okay. Ja, okay, was willst du denn hier? Ja, da, bla, bla, Gohan, bla, bla, Raditz, bla, bla, bla. Ja, Raditz, der Bruder meines Vaters, da kenne ich. Das war ein Arschloch. Genau, ja, 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 und so weiter und so fort. Hier, Strott, okay. Bla, 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 bla. Will ich alles gar nicht wissen, okay. Komm. Die Story, die nehmen fest, ist mir jetzt egal. Ich will Zeit hier gut machen, die ich gerade verbüttelt habe. So. Bitte schön. Flusch und wusch. Der Haken ist, ich muss jetzt aber trotzdem danach ein bisschen weiterspielen. Falls keine neuen Nebenfest aufploppt, weil ich habe ja theoretisch noch zwei Ergraute. Ich würde sagen, die schalten sich erst frei, wenn ich jetzt den Bulma gemacht habe. Also, oder eben möglicherweise auch erst danach, nach der nächsten Story, Hauptstory-Dingenspunkt kann auch sein. Daher muss ich ja ein bisschen weiterspielen. Damit ich dann nicht mehr alles von vorne machen muss, um es nochmal zu kriegen. Das ist ja auch zu doof dann. Das muss ja nicht sein, ne? So. Ja, ja, glaub das mal. Wow, Nebenfest, die automatisch aktiviert wird? Haben wir wichtige Nebenquests, ha? Mal sehen, was hier ist. Nicht sehr viel. Ach, mal da. Ah, Mysterious Chip. Wunderbar. Und jetzt noch ein Kampf. Nicht? Echt jetzt? Das war alles? Ich flieg hin, sammle ein und werde zurückteleportiert. Hammer. Mal Bulma, es war nicht so schwer. Da hast du. Thanks. Cool, danke. Und das war's? Was zum... Jo, läuft. Aber immer noch schon mal ein paar EP, die man fast gebrauchen kann. Ah, siehst du, es geht wohl doch jetzt weiter. Ah, Folgequest, sag ich ja. Okay. Vielleicht. Das, doch, das hatte ich damals gar nicht gehabt, die Quest, weil es sieht schon so merkwürdig aus. Personen an unterhalten, schon mal klar werden. Mal sehen. Nein. Danke, noch nicht. Da. Tatsache. Die nächste Quest, die vorher nicht anwählbar war. Bist du es wieder? Nee. Wo komme ich hier raus? Da. Ist hier neben fest gerade drin? Nee, muss ich wohl rausgehen. Jo. Aber ja, es sind Folgequests offensichtlich. Oder zumindest schalten die anderen frei danach. Wie gesagt, die waren ergraut. Und jetzt hier offenbar nicht mehr. Ist gut, dann weiß ich zumindest, wie es funktioniert. Muss ich jetzt doch da rein? Hä, wollt ihr mich verarschen? Da war keine Quest mehr drin. Also. Ist mal ernsthaft, was soll denn das? Doch scheiße hier, oh, Ladezeiten. Hauptsache, ich muss einen Ladebildschirm haben. Ach, jetzt sehe ich davon einen. Ah. Die stand doch eben noch nicht hier. Toll, echt. Alles klar bei dir, bla bla bla. Hä, was, wie, was, wo, sei Jin, bla, wo, was, wie, wo, ja, was stimmt nicht. Okay, ist mir egal. Komm. Ja. Mysteriöser Kraftwert. Sehr mysteriös. War ich nicht gerade erst ein Schluss gewesen? Flop. Nein. Das ist beim Luca-Dorf, da war ich noch nicht. Oder wäre es noch weiter links gewesen, hätte ich gerade gesehen, dann Luca-Dorf ist die nächste Quest, kann auch sein. Ich weiß ja nicht genau, aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Nein. Die hat ein Sternchen, also das ist die, die gerade verfolge. Passt schon. Naja, so halbwegs, ne? Los geht's. Schneller. Power Boost. Ich drück schon, was passiert nichts. Ich kann hier noch schneller fliegen. Verdammt. Da ist ihr Vater komischerweise auch gleich vorhanden, vor Ort. Oh, die kenne ich irgendwo her. Pflanzenmann! Nimm das! Easy. Da gibt's schon fast so viel EP wie so ein random Kampf am Ende des Spiels. Hammer, oder? Echt krass. Diese Skalierung ist echt Hammer. Wahnsinn. Total sinnvoll und alles. Und hilfreich und sowieso und ach, meine Güte. Ah ja, Pflanzenmann. Was ist jetzt? Nach den Saiyajins? Wie gesagt, weiß ich auch nicht genau, weil irgendwie. Ich habe den Dialog, den Monolog quasi, gerade bloß ein bisschen übersprungen, überflogen. Das sah so aus, als wenn Son Gohan die nicht kennen würde. Also die ist halt noch nicht da gewesen, was ja gar keinen Sinn ergibt.
Ach, was weiß ich. Community. Was magst du an Pflanzenmann? Wohl. Na? Bringen. Und wo soll ich ihn am besten reintun? Erstmal hier, weil offensichtlich. Weil ich ja ein Setkämpfer, ist ja logisch. Ach, auch beim Werkeln offensichtlich. Ah, Selbstzerstörung, Pflanzenmann, alles klar. Saat des Citras, also Cell Junior von Kia, von jetzt auf gleich. Ah, gibt's den. So, habe ich den auch bei dem hier drin gehabt? Tatsache. Das passt ja. Flop. We're small, but we're powerful. Ki. Ah ja, genau. Hammer. We're small, but we're powerful. Ki. Ja, schon gut hier, wo er ist, würde ich sagen. Und. Ja, ich könnte mal noch beim Training reinstecken, theoretisch. Großer Dämon, kleiner Dämon. Kann ja eigentlich bloß noch Boom mit reinkommen eigentlich, oder was, oder wie, oder wo, oder wer. Ich meine, gut, die anderen Boni sind ganz nett hier, also es ist ein Albus plus Zweier Boni, also auch nicht so viel. Aber es ist halt ein Vierer Bonus mit vier Leuten. Da ist schon wieder was anderes. Nun ja. Für den Moment ist mir jetzt auch völlig wurscht. Da! Nebenquest, das ist die letzte, die ich brauche. Die ich verpasst habe. Dann kann ich zurück in die Gegenwart, in die Zukunft, meine ich. Zurück in die Zukunft. Jawohl, ja. Genau. Nebenquest gleich neben der Hauptquest. Das ist ja gefährlich. Ah. Ach, guck einer an. Ihr Hampelmänner. Alle beide gleich hier. Hey! Vor allem haben die ein ganz anderes Symbol drauf, ist ja Mac. Ist das Symbol vom Heider Kranich hier nicht das, was Son Goku sonst mal mit der Schlüssel drauf hat? Sieht sehr ähnlich aus auf jeden Fall. Hey Leute! Bleib zurück, Son Goku, lass die Idioten. Ich mach die fertig. Du Idioten, aber da bar. Wir bieten unseren Schutz an, ah. Jetzt sind die schon so drauf, ja? Ja, ganz genau. Ja, ich bin Tauber bei, der größte Killer der Welt. Ich werde euch beschützen. Oder killen, je nachdem. Und das du für 1000 Szeni. Ein kleiner Preis dafür, dass ihr ruhig schlafen könnt. No. Ach nö, danke. X im Finger weg und so. Alles klar. Tja, ich bin einige Monster gestoßen, bla bla bla. Okay, ganz voll. Also ich kann auf mal nicht mal gegen die beiden kämpfen, dann muss gegen Monster wieder, ne? Tja. Angst? Nö. Fest annehmen? Will ich fest? Geht ihm eine? Naja. Ein bekanntes. Ja, man kann es nicht direkt Gesicht nennen, aber bekannt ist er schon, ja. Ich bin noch nicht im Son Gohan. Ich komme klar mit Monster, kein Problem. Ach ja, bla 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 bla. Tja, die werden sich wundern, wie stark ich bin. Die haben schon lange nichts mehr zu melden, die beiden alten Säcke. Weil nur einer davon wirklich alt ist. Zauberball wird ja mal Resultierung vergleichsweise. Zumal ja der Herr der Kraniche hier so alt wie der Herr der Schildkröten ist und den sieht man das Alter halt schon an. Trotzdem ist er wahrscheinlich Zauberball stärker als der Herr der Kraniche. Wobei. Nee, wahrscheinlich eher nicht, weil Son Goku konnte ihn besiegen vor dem Turnier. Und ich denke mal, dass der Herr Kraniche eher so stark wie Butenroshi, also fast so stark sein dürfte. Demnach ist er wohl doch ein bisschen stärker als Zauberball. Wobei, als Cyborg wiederum soll er ja ein bisschen stärker geworden sein, auch wenn man das damals nicht gemerkt hat. Ja, war easy. Wieso? Was? Ah. Ja, ja, okay, cool. Ja, ja. Ah, weißt du Bescheid, ne? Was? Susi? Okay. Fliegfamilie. Okidok. Wir kommen jetzt beide auf einmal als Community-Leute. Muss ja eigentlich, ne? Hammer gut. Hätte ich das damals gemacht, die Story. Wäre voll gut gewesen, weil ich hätte mir einiges dadurch. Also, alter Mann hier. Boah, bam, voll gut alles und so. Farewell. Tschüss. Tja. Sehr merkwürdig. Aber es wie es ist. Okay. Das ist merkwürdig, aber es ist ja schade. Man hätte damals echt alles brauchen können von den Community-Sachen. Das habe ich halt verpasst. Das ist ein bisschen ärgerlich, rückwirkend. Natürlich aus heutiger Sicht macht das auch nicht so einen großen Unterschied, aber hätte ich es damals gehabt, wäre das schon wahrscheinlich geiler geworden. Zumal so theoretisch hätte auch schneller einfach an XP-Boni kommen können. Und hätte sie ja doch längerfristig ausgewirkt, tatsächlich.
Aber... Was willst du machen? Vorbei, vorbei. Gut, hier brauche ich eigentlich gar keinen mehr drin. Das ist auch klar, ne? Wisst ihr schon alle. Ich guck mal, was die für Boni haben. So. Arme Entwicklung. Ja gut, das ist ein Cyborg. Das ergibt auch ein bisschen Sinn. Geht ja auch bei Erwachsenen durch. Und eher offenbar nur tatsächlich dabei Erwachsenen. Oder zur Kranichschule. Aber beim Training hat er nicht viel zu suchen. Die anderen beiden aber auch eher weniger. Setkrieger sowieso nicht. Dass die da so viele Punkte haben, überrascht mich. Mit 2-3 wäre es in Ordnung gewesen. Alt und Weise. Nee, ist klar. Weise doch nicht. Tja. Nein, die stecke ich hier rein, weil das hat offenbar halbwegs Sinn. Hier Boni noch. Ah, und Upas Vater. Tja, aber auch sonst nur mit dem alten Herrn. Der ist Kranich. Hier kann ich auch hier reinhauen, macht ja eigentlich nichts. Wie gesagt, hier ist eh voll. Hier brauche ich keinen weiter drin. Das ist Quatsch, da jemanden reinzuhauen. Und ich sehe auch nicht, wo ich jetzt die Dreierkombination ansonsten hinstecken sollte, wenn ich hier rein. Und überhaupt sehe ich gerade, dass er gar keine Verbindung zu Butenroshi hat. Er aber auch nicht. Also ich brauche ihn tatsächlich gar nicht an der Stelle. Ich hätte noch alles komplett ummodeln können, finde ich, mit dem ich es vorhin gemacht habe. Das Einzige, was Butenroshi noch haben würde, ist halt mit dem alten Sack. Der Schildkröte. Ja, gut, okay. Und dann halt noch Lunch oben drauf, weil die ist ja auch bei Kong. Nee, bei Abenteuer ist die, oder? Ist hier auch ganz glücklich. Die brauche ich nicht woanders. Das ist auch alles Käse. So, hier ist voll. Da brauche ich nichts weiter. Also haue ich den alten Bruder auch mal hier rein. Gibt zumindest ein bisschen Bonuspunkte. Was soll's? Kann ja auch nicht schaden, ne? Na. Zack. We will indeed. So werden die Kosten bald verbilligt. Das ist auch schön. So, habe ich hier Entwicklungsfähigkeit für dich? Habe ich tatsächlich. 53. Ah, der wird natürlich weniger haben. 5. Hammer. Ich muss die beiden hier drin tatsächlich, ja? Weil 80 ist noch neu. War es hier früher wohl mal ganz alleine gewesen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat ich das Schwein rausgenommen? Hm. Ist auch egal. Ich brauch's ja echt gar nicht eigentlich. Entwicklung habe ich auch nicht weiter. Gut. Nichts, wo ich jetzt weiter anknüpfen könnte. Ist völlig okay für mich. Ist völlig okay. Na, nochmal. Ich werde jetzt kein Zeitreise-Dings machen. Weil, jetzt habe ich alles, ne? Weil ich ja nicht speichern kann da drin. Und ich habe nur ein paar Minuten zum Aufnehmen. Das lohnt sich nicht wirklich. Und hier finde ich mal noch einige Nebenquests, wie es aussieht. Ba-ba-ba-ba. Nee, doch nicht. Wahrscheinlich gerade, ich habe hier... Achso, das oben rechts ist für alles insgesamt, nehme ich an. Nicht nur für die Ein-Kapitel-Dingens hier. Okay, da war da alles durch. Bananenblues. Aha. Das wird wohl dann der Affe sein, den ich kriege, ne? Oh. Hier an zwei Stellen, lustigerweise. Ich habe es trotzdem verpasst. Traurig. Talentschule für die Kranichschule. Suche nicht Schule. Komm, werden da jetzt denn die Cyborgs gesucht oder was? Also als Community-Mitglied dazugehauen? Für Talent so viel Kranich. Also okay. Da fehlen ja nur ein, zwei Sachen tatsächlich. Die werden kaum Nebenquests liegen geblieben sein. Habe ich doch nicht so wieder verpasst, wie es aussieht. Okay. Also nochmal. Ich war nichts gewesen, ne? Ba-ba-ba-ba. Ich noch zwei Nebenquests und die sind in einem darauffolgenden Teil. Echt? Eins. Ja, und die Kranichschule. Tatsache. Bloß die beiden. Das ist ja interessant. Der Rest ist alles hier vor Ort irgendwo zu finden oder freizuschalten. Aber auf jeden Fall noch, bevor ich jetzt aufhöre, siehst du, genau. Nicht Dragon Balls sammeln, sondern hier gucken, ob ich die Community-Grenzen sprengenden Sachen finde bei Gottespalast. Wäre jetzt nochmal sehr wünschenswert. Da hätte ich jetzt immer einen Anlaufplatz. Aber sieht mir schon mal nicht gut aus. Nee. Scheint echt nicht zu respawnen.
Das ist natürlich schade. Das wäre mir doch relativ wichtig gewesen, sowas zu haben, wo ich es regelmäßig kriege. Aber nein. Und da ja auch die Dragon Balls von Echtzeit, nicht von Spielzeit, wieder reaktiviert werden, müsste es bei den Items, die respawnen, genauso sein. Und das ist hier offenbar nicht der Fall. Das ist sehr schade, tatsächlich. Denn ich weiß nicht, wie ich zuverlässig und regelmäßig an solche Sachen rankomme hier im Spiel. Ob das überhaupt geht. Keine Ahnung. Das ist übrigens auch eine sehr traurige Setkrieger-Community, muss ich mal so sagen. Mal so ganz nebenbei erwähnt. Ich glaube, ich auch keine mehr, ne? Nee. Kochen. Ah, es ist ja bei Kochen gerade drin. Ach so. Bist du hier drin, weil du nichts Besseres weißt? Oder? Irgendwie schon, ne? Na komm, dann gebe ich dir Kochen. Das bisschen. Ah, fehlt mir noch ein Punkt. Ich halte es nicht aus. Wieso hast du eigentlich 30 hier? Was ist da los? Mehr als Chichi, voll gemein. Dann brauche ich noch 15, dann kann ich Chichis Grenze sprengen. Da bin ich auch bei dem einen höher. Bisschen auf Maximum. Komm, dann gebe ich dir ein bisschen Freundschaft oben drauf, oder was? Kochfähigkeit, super toll. Abenteuerfähigkeit ist ja... Ich würde jetzt alles mit allen Leuten natürlich für sowas reinhauen. Ist klar. Ich habe nicht so viele Sachen gerade. Komm, hier, Freundschaft aus 8 ist auch super. Mache zweimal, fertig aus. Ich brauche nicht so oft, ich habe es ziemlich oft. Läuft. Das kannst du aber nicht haben, ne? Genau. Gut. Ich brauche bloß einen Punkt für den nächsten Level, also passt schon. Tschüssi. Bitteschön. Natürlich ein bisschen Verschwendung der Freundschaftspunkte, das sind immer so schön viele, aber auch das. Ich meine, ich muss es auf 30 kriegen irgendwie, das geht dann nicht anders. Hilft ja nichts. Ist so Verschwendung letztendlich. Besser wird's nicht. Hat das Spiel so vorgegeben. Kann ich auch nichts für. So. Dauer wurde wieder erhöht um 30%, nee, Quatsch, um 25% mehr zu dem vorherigen Wert. Ist ja auch nicht verkehrt. Und naja. Kochen ist immer hier ein Erfolg, wäre auch nicht schlecht. Aber dass, wenn ich nachher die Werte boosten und sowas haben will, wäre es natürlich was Sinnvolles. Aktuell ist es natürlich nicht wirklich relevant. Wenn ich irgendwann die DLC spielen würde mit die Beerus und so weiter, wäre das wohl schon eher was, was man sich dann auf die Fahne schreiben kann als Zielsetzung. Aber so, naja. Egal, Lovitz. Weiter habe ich hier nicht viel, was ich machen kann oder was mir auch was bringen würde. Hier bin ich auch relativ, ja, das heißt, dicht am, ich bin nicht wirklich hier am Limit, aber ich bin auch gut dabei. Und viel muss ich auch nicht mehr rein, weil es ist nicht so wichtig, das Ding zieht. Sowieso maximal. Das braucht auch kein Schwein eigentlich hier, was sie noch die Götter geben. Das hier auch überflüssig. Ich brauche eigentlich nur das hier, was ich erhöhen will. Und das hier wäre auch nett zu haben, immer andauernd dabei zu haben. Also die ersten drei hätte ich ganz gerne permanent auf maximal. Und die sind halt auch noch lange nicht dabei. Alle beide nicht. Und hier fehlen noch 50 Punkte erst. So viel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal Dragon Ball. Noch höre ich nicht damit auf. Aber es neigt sich auf jeden Fall einem Ende entgegen, das Let's Play bei mir. Das kann ich so weit sagen. Die Frage ist halt nur, wie lange ich jetzt noch durchhalte. So oder so. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.